ただいま戻りました、オーディン様。危ういところを助けていただき感謝いたします。ですが、司法を奪われてしまいました。期待に応えられず、お詫びのしようもありません。うん、あやつが出てきたとなれば致し方ない。お前にはまだ話していなかったな。元アース神族二級神、我が旧敵フェンリルのことを。フェンリル、知っての通り、神々には力による階級がある。フェンリルは第二級神、主神である私に次ぐ力を持つ。しかしその本性は残虐にして邪悪、命をもてあそび暴力の限りを尽くす悪しき神。Weißer Text auf feller Kleidung ist echt schwierig. Ayats war Hakai Otomez, Zuiniwa Shushin no Zaonerai, Shinkai Senso Hikiokosta. Dewa, Kono Sekai no Woke no Wazawai, Odin Samana Kizmo, Subete Fenrir no Shiwaza to Yukoto Deska. Soda, Fukadeo Waseta Monono, Imaippo no Tokoro de Shitome Sokoneta. Valkyrio.今フェンリルを追ってもお前は勝てぬ。お前は今のまま世界の救済に励め。かしこまりました。私はその間に奴の居場所を探る。今度こそあやつの息の根を止めなければ。Hol die restlichen Gaben aus Midgard zurück. Aber langsam fangen an, die Tattoos zu jucken. Ja, die Folie ist drauf. Der ist zwei Tage her. Man soll die erst, also spätestens nach fünf Tagen, kannst auch früher, aber am besten ist, wenn es fünf Tage drauf ist. Nach 23 Uhr. Ich mache jetzt aber noch ein bisschen Nebenaufgaben oder so. Ich muss mich gerade ein bisschen abregen. Metamorphose und Zweifel. Okay. Ach du Scheiße. Ich werde es wahrscheinlich Sonntag dann abmachen. Achso, ich muss erst mit ihm reden. Oh, die Musik, wie geil. Üben? Ja, komm, wir üben. Laber mich nicht voll, üben, komm. Ach komm schon! Ich mag seine Blitzattacken, die ich... Ich darf mich nicht mal heilen, ne?
Okay. Jetzt wird sich schon wieder angreifen. Ach, ist doch gut jetzt. Halt kaum Schaden. Alter, macht es überhaupt irgendwas? Meine ganze Wut und Hass gerade reingesteckt. Du hast dich besser geschlagen, als ich dachte. Ich war immerhin ein Ritterkommandant. Ich hatte kein Recht, andere Befehle zu erteilen, wenn ich mich in einem anderen Kampf nicht behaupten könnte. Ich würde das bei Gelegenheit gern wiederholen. Tja, du. Danke für den Follow und Dankeschön. So, gib mir jetzt die Belohnung. Gib.
Ups. Ich habe jetzt Blitzschlag 3. Das wird jetzt alles und jeden töten. Sie zu Tor. Mhm. Kurz speichern. Muss mal gucken, was die anderen für Belohnungen geben. Ich glaube, dass der schlimmste Gegner wird die Hohepriesterin werden, weil die kann ihre Feuerattacken und so einfach von fern auf mich bombardieren. Ich glaube, das wird übel. Hagelschuss, Grabesrand, Feuersturm. Hagelschuss war doch Eis, ne? Ich probiere sie mal. Ich glaube, sie wird mich filetieren. Ich hörte, dass wir jetzt den Trainingsplatz nutzen können und ich habe gehofft, dass du mit mir ein oder andere Kampftechnik beibringen könntest. Denn ich fürchte, ich habe nicht das Zeug, um mich Hilde und diesen schrecklichen schwarzen Wolf zu stellen. Ich möchte für dich und die anderen von Nutzen sein. Hm, also schön. Lass mich wissen, wenn du bereit bist. Danke, ich werde mein Bestes geben. Alter, ich sag doch, die wird mich filetieren. Willst du mich verarschen? Ich will nicht. Alter, ich will mit der nicht kämpfen. Guck doch mal, was sie für einen Schaden macht. Hallo? Darf ich auch mal ausweichen? Ich komme an die gar nicht ran. Ich habe gesagt, die wird nicht filetieren. Das war abzusehen. Uff. Muss ich leider zum Titelbildschirm, weil ich kann anscheinend nicht zurück zum Spiel selbst. Nee, die filetiert mich. Die rüstet mich einfach durch. Hä? Kann ich bitte wieder weg? Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, ich komme jetzt nicht mehr hier raus, oder was? Boah, wie dumm ist das denn gemacht? Dass ich vorher nochmal gespeichert habe. Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder passiert. Dann habe ich ein Problem. Verdammt. Trotzdem doof gemacht.
vor sie. Ja, Mose, ich würde sagen, dass das dann nie wirklich dann eine ehrliche Freundschaft war. Umso, sowas tut weh, ich kenne sowas leider auch. Aber wenn man jemanden ausgrenzt, weil er sagt, so wie du aussiehst, nur weil du dich halt anders kleidest, das ist kein richtiger Freund. Wenn er dich nicht so akzeptiert, wie du bist, ist das kein richtiger Freund. Das ist, dann war das nie ehrlich. So eine Menschen brauchst du nicht in deinem Leben, Mosi. Du hast Besseres verdient. Bessere Menschen um dich. Es gibt bessere Menschen auf dieser Welt als so jemand, der andere ausgrenzt oder sagt, so wie du aussiehst oder egal welchen Grund. Zu seinen Freunden steht man. Wenn man nicht zu seinen Freunden steht, ist es auch keine Freundschaft. Ja, es klingt wirklich sehr komisch. Er meint, er liegt nicht an mir. Sagt aber dann, dass es, er will nicht mit dir feiern, weil du so aussiehst. Das ist alles schon, nee. Wollte er sich dann rausreden und dass er nicht halt als blödes Arschloch dasteht oder so. Aber im Grunde hat er dich halt... Ja, deine Aggression, Mosi, solltest du auch unter Kontrolle kriegen. Das ist auch nicht gut. Aggressiv sein ist auch nicht gut. Da muss man wirklich auch dran arbeiten. Niemand ist perfekt. Man kann an seine Fehler arbeiten. Heißt nicht, dass das schnell geht. Aber Stück für Stück auf jeden Fall. Aber trotzdem noch zum anderen. So ein Mensch, es tut weh. Ja. Aber so ein Mensch hat keinen Platz in deinem Leben verdient, weil es ist einfach auch nur toxisch und nur Lügen und jemanden abwerten, nur weil man anders aussieht. Und Big Cat, danke für deine 5 Erdbeeren. Für bessere Server. Was? Welche Server? Dankeschön. Perfektion gibt es in diesem nicht, meiner Meinung nach. Man sollte danach streben, die beste Version von sich selbst zu sein. Ja. Niemand ist perfekt. Niemand kann auch perfekt werden. Man wird immer irgendwelche Ecken und Kanten haben. Aber man kann daraus das Beste machen. Ja, Mosi. Aber das ist ja nichts, du weißt, du kennst ja das Problem und du kannst dran arbeiten. Mach das Schritt für Schritt. So eine Sachen kann man nicht von 0 auf 100 einfach beherrschen. Das muss man Schritt für Schritt machen. Ich meine, sonst nur Probleme leider. Ja, sowas kann sehr schnell dir in Schwierigkeiten bringen und die möchtest du ja auch nicht haben, ne? Oder mal über Sport nachgedacht, über, weiß ich nicht, irgendeinen Verein mal reingehen, Boxen oder sowas. Da kannst du das ja rauslassen, dann bist du auch ausgepowert und ausgelassener. Weil ich auch viel gehört habe, dass Leute, die auch ein bisschen aggressiver sind, dass sie dann halt so eine Sportart machen und sind dann halt, dass sie dann damit lernen umzugehen. Aber wie du es machst, das liegt ja dann an dir. Aber möglich ist es. Aber Menschen, die einem aus dem Leben irgendwie bannen, egal aus welchem Grund oder warum oder einfach so, die gibt es leider immer. Aber wenn dich ein Freund im Stich lässt, dann war es erstens nie ein Freund.
es schmerzt, aber ich würde nicht zu lange danach trauern. Das sagt sich jetzt so einfach, ich kenne das selber. Sowas kann immer wieder hervorkommen. Und die Erinnerung und dass der Mensch einem dann doch irgendwie fehlt. Aber diese Menschen tun einem nicht gut. Tun einem einfach nicht gut. Die haben immer irgendwie dann einen negativen Aspekt in deinem Leben und das braucht man nicht. Hallo Anime-Fanboy. Und danke für dein Follow, ich hab's nebenbei gesehen. Ich möchte mich jetzt einfach mit meiner schlechten Rechtschreibung ein. Alles gut, niemand ist perfekt. Also, das Traurige ist, dass sowas immer schlimmer mit jeder neuen Generation wird, da keiner mehr auf die inneren Werte achtet, egal in welcher Hinsicht. Freundschaften, Beziehungen, einfach jeder Hinsicht, da diese es heutzutage nicht mehr lernen. Jeder Mensch ist schön, so wie er oder sie ist. Und egal, was die Person macht, sorry wegen meiner Rechtschreibung und mein Satz about. Alles gut, ich kann alles wunderbar lesen. Und da hast du vollkommen recht. Wenn man Menschen nach dem Äußeren beurteilt, ist sowieso scheiße. Das sind sowieso Menschen, die ich nicht ausstehen kann. Oder auch wegen sowas gemobbt und ausgegrenzt und sowas, weil ich keine Kleidchen oder mich mädelhaft angezogen habe oder so, keine Ahnung. Weil ich lieber das Fußball gespielt habe und mich dreckig gemacht habe auf dem Bolzplatz. Da wurde ich auch schon ausgegrenzt und gemobbt. Also. Oder wenn einfach Menschen eigentlich ausstehen können, egal was für ein Grund, die suchen sich einfach irgendwelche Gründe. Das ist einfach. Ich sag immer, wenn man jemanden nicht mag, lasst ihn in Ruhe. Respektiert euch wenigstens und geht voneinander weg. Fertig. Sich gar nicht irgendwie mit beschäftigen oder sich einfach in Ruhe lassen. Aber so Respekt ist. Ich habe auch so das Gefühl, dass man sich irgendwie gar nicht mehr so respektiert, dass es auch immer schlimmer wird und nicht mal so die einfachen Sachen wie Danke und Bitte. Weiß nicht, so unhöflich alles. Ich, keine Ahnung. Ich bedanke mich bei jedem Scheiß. Das weiß ich nicht, so rar geworden. Ist jetzt nicht bei jedem so, um Gottes Willen, nein, aber mir fällt das halt sehr extrem auf. So dieses unhöfliche, ruppige Art und so dieses Respektlose. Sich nicht einfach mal respektieren. Man muss jemanden nicht mögen. Man kann, selbst wenn man jemanden nicht mag, kann man denjenigen einfach mit Respekt behandeln. Ja, wenn man jetzt auf jemanden wütend ist oder emotional handelt, schwierig dann. Da ist niemand perfekt, aber ich weiß nicht. Ich sage danke für jede Gebühr. Ja, ja, ich entschuldige mich für alles. Ja. Wie so ein Kleid, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Ich fühle mich in sowas auch nicht wohl. Absolut nicht. Wir haben heutzutage nur die technischen Möglichkeiten, dass jedes A-Loch eine Meinung in der virtuellen Äther kotzen kann und wir die Meinung von irgendwelchen Fremden so wichtig nehmen. Ja. Im Internet ist sowieso ganz schlimm. Da sind sowieso die ganzen Internet-Rambos, die ihre Fresse aufmachen und meinen, die wurden mit Weisheit irgendwie gelöffelt, keine Ahnung. Oder denn nur beleidigen oder da haben sie halt alle eine große Fresse, das ist ganz schlimm. Menschen, die mobben und so eine Müll sind die, die ihre eigenen Probleme nicht verarbeiten können und darum auf andere gehen müssen, leider. Ja, Menschen, die mobben, sind sowieso scheiße. Ob es Kinder sind oder Erwachsene, die andere Erwachsene oder egal wie mobben. Ist ja nicht nur, dass du als Kind gemobbt wirst von anderen Kindern. Es gibt leider auch Erwachsene, die andere Erwachsene mobben. Da ich auch in meiner Ausbildung erlebt, dass meine Vorgesetzten mich auch gemobbt haben. Also ja. Abschaum gibt es leider überall. Ich sage ja immer, 98% der Menschheit sind einfach Kacke. Ich schmeiße den nicht weg. Ich würde ihn einfach ganz höflich darum bitten, dass er dir deine Sachen einfach eine Tüte vorbeibringt und dass man sich dann einfach dann ja, nochmal Tschüss sagt oder so, ich weiß nicht. Ich würde das ruhig angehen und einfach ganz normal fragen, ob du bitte deine Sachen wieder kriegen kannst und dann ist das Thema dann auch erledigt.
Vielleicht kommt da die Vernunft dann zum Vorschein. Hoffen wir mal. Ich habe auch eine große Fresse, Lila, du siehst wunderschön, wunderbar aus, so dass wir dich dürfte. Oh Gott. Moral, Chloe. Selbst scheiße aus, also mir ist das Äußere in erster Linie egal für eine Freundschaft. Es geht darum, wie die Person ist und ob mit der Person umgehen kann. Das ist das Aussehen unwichtig. Ja, außerdem, jeder hat einen anderen Geschmack. Wenn jetzt einer aussieht wie, keine Ahnung, wie ein... Ich mache jetzt einfach das Beispiel Topmodel. Einfach was super schönes Gesicht und können andere total kacke finden, weil sie einen anderen Geschmack haben. Das ist, wie ein Mensch aussieht, das ist Geschmackssache. Jeder hat einen anderen Geschmack, jeder findet was anderes attraktiv. Das ist attraktiv. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Jeder findet eine andere Sache attraktiv, also. Und was bringt es, wenn ein Mensch schön aussieht, wenn er innerlich einfach nur scheiße ist und wie tot wie Ästenlaub ist oder so? Oder schimmelt. Ja, ja, das sowieso. Ist dir das egal, wie schön man sich nach außen ist, diese Schönheit vergeht mit den Jahren? Ja, wir werden alle älter. Außerdem, wenn man älter wird und dann irgendwie, weiß ich nicht, graue Ansätze bekommt oder ein paar Fältchen oder sonst was, das ist doch auch was Attraktives. Ein Mensch, der ein bisschen reifer ist. Innerlich und äußerlich. Ist doch was Schönes. Ich meine, ich habe auch hier meine Lachfältchen. So. So, ich mache mal kurz hier weiter, ne? Außerdem bin ich neugierig auf diesen bahnbrechenden magisches Wissen, muss ich gestehen. Wie du sagst, könnte es nicht schaden, sich das anzusehen. Lass uns gehen. Danke, dann werde ich im Versteck auf euch warten. Ich hatte geglaubt, dass er uns dorthin führen würde. Will er überhaupt, dass wir die Forschungsaufzeichnung finden? Also, du bist keine 16 mehr? Nee, leider nicht. Leider nicht. Tut mir leid, die Stimmung wieder so kacke. Nein, alles gut, Mosi. Alles gut. So kann ich auch ein bisschen reden. Alter, was passiert hier gerade? Ja, die Blitze sind schon übel. Sehr schön, sehr schön. Ich habe einen gekannt, der hat gesagt, er hat dann mit seiner zu dem Zeitpunkt Freundin, jetzt Ex, nie zusammen sein, irgendwann Fein oder graue Haare bekommen würde, wo ich mir nur gedacht habe, was ist falsch. Oh Mann. Ein Feuerwehr, Junge! Boah, ist ja. Der Angriff ist jetzt richtig übel mit den Blitzen. Guck mal, ich selbst funkel jetzt hier mit den ganzen. Das ist schon übel.
Das ist schon krass. Gut, dass wir gegen ihn gewonnen haben. Das verbraucht jetzt natürlich mehr Energie. Kennst du Dragon's Dogma? Ja, kenne ich. Und hallo Kurama. Starte den, eben den PC neu. Mein Overwatch hat gerade keinen Bock. Mach das. どうかしましたか、サイファ様。実は先日戦闘中に飛んだ失敗をしてしまいまして。失敗？そんなこともあったか。全く気づきませんでした。バルキリー様はいかがですか？気づいていないようだぞ。誰も気づいておらずとも私の中では失敗なのです。 Kann man vielleicht erstmal fragen, hat er dich gefragt, ob er sie behalten darf, oder hat er gesagt, nee, er will sie behalten? Das will ich nur jetzt noch wissen, weil sonst würde ich sagen, leck Arsch, Junge. Also ist mal gestreamt, falls irgendwann mal Luft ist. Nee, habe ich nicht gestreamt. Aber immerhin zeigt er sich kooperativ, Mosi. Ich hab's ihm eigentlich geschenkt. Ja gut, wenn du was geschenkt hast, dann... Geschenkte Sachen zurücknehmen, das sollte man nicht machen. Das wäre ehrenlos. Egal, wie schlecht man damit Menschen noch klarkommt oder wenn die Wege sich trennen. Geschenkte Sachen sollte man schon... Ja. Sie ist mir eh zu klein. Ja. Und du hast sie geschenkt. Sachen, die man schenkt, nie zurücknehmen oder auch zurückverlangen. Sowas ist assi. Egal, wer sowas tut. Aber wenn ihr deine Sachen dann wieder gibt, dann ist gut. Alter, wie soll ich gegen sie jemals den Kampf bestreiten und gewinnen? Die tötet mich doch mit ihrem Feuer. Böse, böse. Oh, danke, ihr habt meine Aufzeichnung gefunden. Ich hoffe nur, dass sie für irgendjemanden nützlich sein werden.
Oh, ich bin mir sicher, dass sie es sind. Ich muss jetzt gehen. Feuer, 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 Stein, Stein, Stein. Willkommen zurück an die Fanboy. Übrigens ein cooler Name.